Tradition und Moderne. Biere und Getränke von bester Qualität. Ein innovatives Unternehmen, das nicht nur in einer besonderen Region beheimatet ist, sondern sich auch den Menschen verpflichtet fühlt. Das zeichnet uns, die Brauerei Hackelberg, aus. Die Hackelberger Brautradition reicht weit zurück. Seit mindestens 1618 existiert die gleichnamige Brauerei in Passau. Als kurfürstlicher Betrieb gegründet, ging die Brauerei durch turbulente Zeiten. Ende des 19. Jahrhunderts ging sie erneut in den Besitz des Passauer Bistums über und befindet sich bis heute in kirchlichem Eigentum. Der Unternehmenssitz spiegelt bis heute diese lange Standortgeschichte. Zu dieser Geschichte zählte aber auch immer die Innovationskraft. Diese Kupferkessel des alten Sudhauses dienen zwar heute eher der Dekoration und Geschichtsdokumentation, Anfang des 20. Jahrhunderts spiegelten sie aber die Philosophie wider, dass sich Tradition durchaus mit Fortschrittsdenken vereinbaren lässt. In den historischen Gemäuern schlägt auch deswegen der moderne Puls der Zeit. Die Brauerei zählt zu den innovativsten ihrer Branche und wurde im letzten Jahrzehnt umfangreich umgebaut, mit moderner Anlagentechnik erweitert und dient der Branche oft als Vorzeigebetrieb. Die Brauerei Hackelberg fühlt sich natürlich der Tradition verpflichtet, nicht nur aufgrund der Geschichte und der Historie des Unternehmens. Wir sind aber ein modernes Unternehmen, das mit der Zeit geht. Hackelberg ist nicht nur Biermarke, sondern Lebensgefühl und Emotion. Das Sudhaus ist das Symbol dafür, außen lebendige Tradition, historische Bausubstanz, innen modernste Brautechnik. Aus der Heimat für die Heimat ist bei uns keine Floskel, sondern bestimmt unser tägliches Tun und Handeln. Wir produzieren nicht nur hier, sondern wir leben auch hier. Und das spiegelt sich nicht nur im Umgang mit unseren Mitarbeitern wider, sondern auch, wie wir im gesellschaftlichen Leben der Region als Unternehmen eingebunden und verankert sind. Zur Brauerei Hackelberg zählt nicht nur der Stammsitz im historischen Stadtteil Passaus. Ein paar Kilometer entfernt in Hutturm findet die Abfüllung und logistische Bereitstellung der Waren statt. Eine enorme Herausforderung angesichts der Menge und breiten Palette, die hier tagtäglich das Gelände verlassen. Wir füllen hier in der Füllerei alle Getränke der Marke Innstadt und der Marke Hackelberg ab. In zwei Schichten, a 36.000 Flaschen in der Stunde. Mein Job ist sozusagen die Organisation, die Einteilung und das macht natürlich auch sehr viel Spaß. Also meine Aufgabe ist hier im Lager, die benötigte Ware an unseren Kommissionierplatz zu stellen. Dort kommissionieren meine Kollegen die Bestellungen unserer Kunden und anschließend wird das auf LKW verladen. Am Ende des Tages werden ca. 15.000 bis 20.000 Einheiten unser Lager verlassen haben. Nach knapp einjähriger Bauzeit konnte im November 2016 die neue Niederlassung in Vilsbiburg bezogen werden. Der Logistikstützpunkt Vilsbiburg ist für die Brauerei eine wichtige Drehscheibe rund um Landshut, Regensburg, Augsburg und Teile Oberbayerns. Mit modernster Lagerlogistik können seit dem Umzug die Kunden noch professioneller und schlagkräftiger bedient werden. Gleichzeitig bietet sich der Brauerei die Möglichkeit, das Vertriebsgebiet zwischen Bad Griesbach und der Landeshauptstadt München noch effektiver zu erschließen. Die Palette an Produkten ist groß. Dazu gehören zum einen die zahlreichen nicht-alkoholischen Getränke, die wir produzieren und von unseren Kunden auch überregional gerne getrunken werden. Auch die verschiedenen Biersorten aus unserer Brauerei dürfen natürlich nicht fehlen. Sie nehmen einen wichtigen Platz bei zahlreichen gesellschaftlichen Anlässen ein. Geschmack, der ankommt, was auch die vielen Prämierungen zeigen, darauf sind auch unsere Mitarbeiter stolz. Ich bin seit 1993 Braumeister in der Brauerei Hackelberg. Bin sehr stolz drauf, dass ich da herin arbeiten darf. Es ist sehr viel Leidenschaft und Herzblut dabei
und das kennt man auch bei unseren Produkten. Zur Brauerei Hackelberg gehört seit 2012 auch die Traditionsmarke Innstadt. Vielfalt, hohe Qualität und die den Innstadtbieren zugrunde liegenden besonderen Rezepturen. Diese Tradition wird in Hackelberg mit viel Leidenschaft und Handwerkskunst weitergeführt. Innstadt ist eine Passauer Traditionsbiermarke. Die Übernahme durch die Brauerei Hackelberg war zum einen eine logische Konsequenz aus einer langjährigen Zusammenarbeit. Zum anderen konnte damit aber auch sichergestellt werden, dass die Marke weiterlebt und noch wichtiger, vor allem für unsere Kunden, ihre Biere und ihr einzigartiger Geschmack bestehen weiter. Es hat sich der Brauereistandort von einem Stadtteil zum nächsten verlagert. Die Rezepturen sind aber noch immer die gleichen, genauso wie sie unsere Kunden lieben. Zu den beliebten Getränken von Innstadt zählen nicht nur die klassischen Biersorten. Auch die Bierspezialitäten in den markanten Bügelflaschen werden gern getrunken. Abgerundet wird das Sortiment durch nicht-alkoholische Getränke wie Tafelwasser und Brausen. Beliebt sind die Produkte aus der Brauerei Hackelberg nicht nur bei den Menschen zu Hause. Als Partner der Gastronomie beliefern wir zahlreiche Betriebe regional und überregional. Zu unseren Kunden zählen etablierte Hotels und Restaurants, die ihre Gäste nicht nur mit Speisen, sondern auch Getränken bester Qualität verwöhnen wollen. Den Postwirt gibt es seit 126 Jahren. Er ist in der fünften Generation im Familienbesitz. Und mit der Brauerei Hackelberg arbeiten wir seit über 92 Jahren zusammen. Und es ist einfach der Wahnsinn. Auch Kulturtreffpunkte wie der 150-jährige Gasthof Knott in Jacking im Landkreis Passau zählen zu unseren Gastronomiepartnern. Hackelberg ist überall dort zu finden, wo Menschen feiern und gern beisammen sind. Uns gibt es seit 1898, da hat es mein Opa gekauft. Und ich führe seit 2003, dritte Generation jetzt weiter. Und wir sind seit 120 Jahren mit der Brauerei Hackelberg verbunden und in guter Zusammenarbeit. Gut bei den Menschen ankommen in der Region, das bedeutet für uns nicht nur Mittel zum unternehmerischen Zweck der Brauerei. Mit den Menschen verbunden sein ist vielmehr ein Teil unserer Philosophie. Dieses Gefühl entspringt dem Bewusstsein, dass wir mit der Heimat und den Menschen verwurzelt sind. Ein Beweis dafür ist auch unser Engagement außerhalb unternehmerischer Geschäftsfelder. Hackelberg unterstützt beispielsweise Sportvereine in der Region, wie den TSV Griesbach oder die Spielvereinigung Hackelberg. Unterstützung fürs Gemeinwesen der Menschen ist für uns ebenso eine Herzensangelegenheit wie unsere Produkte. Also die Brauerei ist seit mehr als 30 Jahren ein Sponsor der Spielvereinigung Hackelberg. Sie unterstützt die Jugend- und die Herrenabteilung im Fußball und sie ist natürlich auch ein Sponsor für den internationalen Sonnenlandcup, ein Jugendturnier in der Halle, das über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist mit Teilnehmern wie Liverpool, Tottenham und Spitzenmannschaften aus der Bundesliga. Wir sind froh, dass wir die Brauerei als Förderer und Sponsor haben und wir möchten auch nie darauf verzichten. Ja, wir, die Volleyballer des TSV Bad Griesbach, haben jetzt die Hackelberger Brauerei seit 6 Jahren als Hauptsponsor der Damenmannschaft und ist für uns ein sehr verlässlicher Partner und ist für uns sehr wichtig, weil wir halt nicht die Sportart Nummer 1 sind, sondern eher eine Randsportart, wo wir genauso die Unterstützung brauchen, im Endeffekt die Fußballer auch. Und da hilft uns die Brauerei jetzt seit Jahren sehr stark. Als Unternehmen aus und in der Region unterstützt die Brauerei nicht nur zahlreiche Gruppen und Aktivitäten, sie ist auch bei vielen Veranstaltungen und Festen mit dabei. Eines der traditionsträchtigsten ist dabei die Passauer Duld. Genauso bekannt wie das Fest ist auch der traditionelle Umzug. Das Fest gehört zum festen Termin im Kalender der Menschen und so verwundert es nicht. Das Hackelberg- und Innstadtfestzelt wird während der Duld zum gesellschaftlichen Magneten in der Dreiflüsse-Stadt. Gerade in den letzten Jahren, seit er aufgesperrt hat, ist der Duldstadl immer mehr zum Magneten geworden, gerade im Abendgeschäft. Es ist oft so, dass viele Fremde kommen und gar nicht glauben können, was wir aus einer Halle zaubern können, Atmosphäre wie auf der Wiesn. Etwas ruhiger, aber nicht weniger gesellig, ist die Stimmung im Bräustüberl auf unserem Unternehmensgelände in Hackelberg.
Hier trifft sich alt und jung, egal ob zur Mittagspause, mit Freunden zum Feiern oder am Abend zum Ausgehen. Das Bräustüberl vereint Tradition und Moderne. Angegliedert an das Bräustüberl ist auch ein großer idyllischer Biergarten. Dieser wurde vor kurzem neu gestaltet. Besonders interessant, im Biergarten finden sich nicht nur besonders alte Bäume, die bei Hitze Schatten spenden, hier sind auch besonders seltene Baumsorten angepflanzt. Spürbare Geschichte an einem besonderen Ort. Modernste Technik für den Anspruch an gleichbleibend höchste Qualität unserer Produkte sowie die Wertschätzung für eine Region und ihre Menschen, die zu unserem Erfolg beitragen und mit denen wir gemeinsam verwurzelt sind. All das macht uns zu einem Traditionsunternehmen aus und für die Region.